Werfen wir einen Blick auf die Aktien-News der Woche. Es ist wieder soweit, Quartalsberichtssaison geht los in den nächsten zwei Wochen. Über 50% des S&P 500 werden da Quartalszahlen vorliegen. Also ein Großteil des Marktes ist dann schon an der Reihe. Wir starten, wie gesagt, mit der Trump Media und Technology Group. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen an der Stelle. Wir schauen uns die Bewegung zumindest mal an. Und was man natürlich sehen kann, ist, dass hier sehr, sehr viel gehandelt wird rund um den Hype um Trump ganz generell und vielleicht auch die Präsidentschaftskandidatur von Trump. Wir sahen zwischenzeitlich Hochs von $80, wir waren mal im Tief wieder auf $22. Also ihr seht die Bewegung, das ist jetzt alles im Jahr 2024 passiert. Jetzt ging es zuletzt wieder 50% bergauf nach diesem Attentat, weil man sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass er Präsident wird, ist höher und das würde vielleicht auch gut für die Aktie sein. Man muss hier immer daran denken, das ist eine Aktie, die jetzt 8 Milliarden ungefähr wert ist und ja, eigentlich nur Verluste macht, kaum Umsätze erzielt, also weit entfernt von einem seriösen, profitablen Geschäftsmodell ist. Aber sie wird halt viel gehandelt und da zeigt der Aktienmarkt mal wieder so seine Besonderheiten. Wo war es auch noch spannend? Ja, bei Lucid muss man sagen, die waren ja sehr, sehr stark unter Druck. Elektrobauer, wir hatten uns die letzten Wochen ja schon mal den einen oder anderen angeschaut. Bei Lucid war es jetzt so, ja, wir kommen von absoluten Tiefständen auch hier, insbesondere im Mai erreicht. Ich habe mir mal dieses Abwärtsmomentum in verschiedenen Kanälen eingezeichnet. Der Bruch, den gab es ja so im Juli. Da ist auch der MACD umgeschwungen, dann der deutliche Ausbruch hier nach oben, direkt gefolgt aber von der Korrektur wieder zurück auf ungefähr $3,60. Also ja, hier ist sehr, sehr viel Bewegung drin, auch wenig Marktkapitalisierung bisher im Markt. Wo gab es auch mal wieder positive News? Ja, im Solarsektor, da gab es ja zuletzt eher negative Nachrichten. Jetzt mal etwas Positives von Enphase. Die haben zuletzt wieder neue Technologien auf den Markt gebracht, haben wieder eine neue Art von Wechselrichtern quasi auf dem Markt, die auch schon wieder nachgefragt und auch wieder ausgeliefert wird. Man möchte da so ein bisschen ansetzen in Richtung, wo bringt das Momentum vielleicht mich künftig noch so hin? Man sieht es hier schön an dieser Seitwärtsphase, die eigentlich jetzt ja seit Ende des letzten Jahres herrscht. Die Aktie schwankt immer mal wieder nach oben und unten, kommt zuletzt von Tiefstkursen. Jetzt nimmt man wieder neuen Anlauf, aber man ist immer noch nicht so richtig nach oben mit dem Momentum ausgebrochen. Also bevor diese 140er US-Dollar-Marke nicht geknackt ist, muss man auch oder kann man hier auch nicht von nachhaltig besseren Kursen sprechen. Das heißt, kurzfristig mal positiv, aber grundsätzlich haben wir dann doch eher wieder bescheideneres Momentum auf der mittelfristigeren Ebene, also Seitwärtsphasen, ähnlich so bei Ubisoft. Da gab es jetzt mal Analysten-Ratings, die positiv waren oder positiver waren. Ist ja eine französischer Spiele-Designer, die Spielemarken oder das generell Game-Studios waren in den letzten Jahren eher etwas negativeren Momentum unterwegs, nachdem es so eine Zeit gab, in der es eigentlich viel Euphorie um das Thema Gaming gab, insbesondere in der Corona-Zeit, wo natürlich viel, viel gespielt wurde. Danach gab es so ein Abflauen des Marktes und das sieht man ja auch so ein bisschen in der Aktie von Ubisoft. Wir kommen von höheren Werten, wir laufen seitdem in so einer Seitwärtsphase jetzt, wie gesagt, mal mit dem Versuch zu sagen, das Spieleportfolio sieht gut aus, das Wachstum ist positiv, warum ist die Aktie eigentlich immer noch so günstig? Das sagt zumindest an der Stelle oder sagen einige Bankenhäuser. Mal schauen, was so passieren wird. Wir gehen mal weiter und gucken uns nochmal an, was noch passiert ist. MicroStrategy, wir hatten eine Erholung des Bitcoins, kann man sagen. Dementsprechend auch wieder die Aktie, die hier mehr oder weniger eine Bitcoin-Holding ist, im positiven Momentum. Jetzt gibt es einen Aktiensplit. Das ändert nicht so wirklich was am Aktienwert und auch nicht an der Strategie. Man kann hier festhalten, geht der Bitcoin hoch, geht auch MicroStrategy hoch. Spannender ist es da bei HubSpot, über die haben wir ja schon mal gesprochen, deutliche Korrektur, nachdem Alphabet angekündigt hatte, dass man vielleicht doch nicht mehr so interessiert an einer Übernahme ist. Ich zeige euch nochmal den Chart. Wir hatten hier so eine schöne Untertassenformation, die dann in ein wirklich schönes Momentum umgekehrt ist, bis hoch auf $670. Dann kamen noch Übernahmemeldungen zu, dass, wie gesagt, Alphabet interessiert ist. Jetzt ist man scheinbar doch nicht mehr interessiert. Die Aktie ist zurück auf ungefähr $470 gefallen. Hier sieht man so eine erste Unterstützung, die sich bildet. Potenziell gibt es aber noch ein bisschen Momentum nach unten auf so $410.
Allerdings eigentlich eine Aktie, die in den letzten Jahren eher ja, positiv im Markt aufgenommen wurde, eher positives Momentum gezeigt hat. Allerdings auch eine Aktie, die eher davon profitiert, wenn das Wirtschaftswachstum positiv ist, viel Geld in den Unternehmen vorhanden ist, um Systeme zu optimieren. Das ist aktuell nicht so der Fall. Mal schauen, was so die nächsten Zahlen hier bei HubSpot bringen werden. Grundsätzlich kann aber doch irgendwann hier doch mal wieder der Turnaround auch einsetzen. Ja, Maersk, dänische Reederei. Wir haben ja oftmals auch über die europäischen Reedereien gesprochen oder auch über die asiatischen ganz generell. Da ist halt einfach viel Volumen da. -12% ging es zwar mal bergab, aber man sieht so an dem Chartmuster, das ist einfach sehr, sehr volatil, weil diese Containerpreise so volatil sind, dann auch sehr abhängig von den globalen Wirtschaftslagen, geopolitischen Lagen. All das trifft genau auf diese ja, Reedereien zu. Da gibt es immer wieder Sprünge nach oben und unten. Ist nicht so richtig der Rede wert. Spannender ist der bei so aktuell, wie sich die Aktie von Chipotle verhält. Wir haben vor 2, 3 Wochen dazu mal einen Aktien-Roundup gemacht. Ja, eine Aktie, die sehr, sehr schön an Momentum gewonnen hat. Abseits oder im Gegensatz zu vielen anderen Fastfood-Ketten, die aktuell sich eher in so einer Seitwärtsphase befinden. Jetzt ist der CFO aber gegangen und ja, man hat so ein bisschen Gegenwind bekommen, liegt aber auch sehr stark daran, dass man wirklich schon sehr gut gelaufen ist. Also es ist eher so eine leichte Konsolidierung, muss man sagen. Wir gehen also mal weiter, denn es gab ja noch ein paar Zahlen. Delta Airlines, die größte Fluggesellschaft eigentlich so, die ja zumindest an der Börse notiert ist oder zumindest eine der Wegweisenden, kann man sagen. Ich zeige euch nochmal kurz das Chartmuster der letzten Woche. Das haben wir uns nämlich angeschaut vor den Quartalszahlen. Und hier sieht man ganz gut, es gab eigentlich einen Aufwärtstrend, der gebrochen wurde. Ein zweiter, der sich aktuell noch relativ stabil gehalten hat. Dort gab es durchaus auch Potenzial, dass die Aktie wieder abprallt und nach oben läuft oder aber bis auf 42 nach unten absackt. Das ist auch passiert, kann man sagen. Die Aktie ist bis nach 42 unten abgesackt. Bildet nun hier wieder einen weiteren Widerstand bei diesem Aufwärtstrend und der 50er, den 50er gleitenden Durchschnitt. Aber man muss sagen, in der Vergangenheit ist die Aktie auch gerne einfach mal da durch diesen Durchschnitt durchgegangen. Das passiert durchaus. Woran liegt es, muss man sagen? Ja, eigentlich war der Umsatz doch positiv und auch die Entwicklung im Quartal war eigentlich positiv. Der Gewinn ist aber eingebrochen und was eher aber schwerwiegender war, war so ein bisschen. Ja, die Prognose für den restlichen Sommer, auch so ein bisschen dieser Rückgang der Flugpreise. Wir haben das zuletzt auch bei der Lufthansa gesehen. Also die Preise zum Fliegen, die sinken wieder. Es gibt wieder mehr Angebot auf dem Markt. Es gibt wieder mehr Flüge ganz grundsätzlich, die man nehmen kann. Und es gibt einen zweiten Faktor, der aktuell die Airlines trifft. Und das sind die Auslieferungsprobleme bei Boeing und auch bei Airbus. Also es gibt einfach weniger Flugzeuge, die man zur Verfügung hat. Also mehr. Oder weniger Angebot, was man irgendwie bedienen kann und das bei fallenden Preisen, das mag man eigentlich nicht. Grundsätzlich führt das zu einbrechendem Gewinn und das sieht man aktuell auch dann bei der Aktie. Auch Didi ist ja oder von fallenden Kursen geprägt gewesen. Grundsätzlich ist die Aktie ganz generell aber in einem negativen Momentum, hat noch nicht so die Kehrtwende wie Uber gefunden. Mal gucken, wann man hier vielleicht nachhaltig positiv wird, was die Quartalszahlen betrifft oder auch die Profite betrifft. Die waren nämlich jetzt zuletzt wieder negativ und dementsprechend ja, haben diese 2 positiven Quartale von der Vorzeit nicht halten können. Positiv war es allerdings dann wieder bei JP Morgan. Im zweiten Quartal mal wieder ein riesiger Nettogewinn, in dem Falle 18,1 Milliarden US-Dollar, deutlich über den Erwartungen. Man muss sagen, das ist bei JP Morgan aber schon die Norm. Auch der Umsatz ist wieder deutlich gestiegen. Man merkt einfach bei der Aktie, dass man in jeglicher Form fast immer Geld verdienen kann. Ich zeige euch nochmal kurz den Rückblick. Das war das, was wir uns letzte Woche angeschaut haben. So richtig viel Änderungen gab es im Chartbild nicht. Wir hatten einen kurzen Absätze nach unten, danach wieder eine Erholung. Lag auch so ein bisschen daran, dass viele Banken ja Ergebnisse vorgelegt haben. Nicht alle haben es geschafft, ja, eigentlich so ein positives Momentum weiterhin aufzubauen. Viele mussten nun die gestiegenen Zinsen auch an die Kunden weitergeben. Das hat bei vielen dazu geführt, dass die Zinseinlagen einfach wieder gefallen sind oder die Zinseinnahmen und dementsprechend auch die Aktien. Bei JP Morgan kann man sagen, weiterhin relativ positives Momentum. Gucken wir noch kurz auf ein, zwei Aktien, die wir uns letzte Woche noch angeschaut haben. Fastenal,
Die haben wir jetzt angeschaut als Industriegigant. Hier gab es ja Potenzial, dass die Aktie wieder abbricht an diesem Aufwärtstrend und mit positiven Quartalszahlen dann auch vielleicht ein neues Momentum startet. Das Ganze ist auch passiert. Die Aktie ist hoch, wieder zurück auf 68 US-Dollar. Zahlen waren positiv. Ähnlich lief es übrigens auch bei WD40, wer da dabei war. Also da gab es zumindest einige leicht positive Überraschungen.